In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Adobe Express ein Plakat erstellen könnt. Ich arbeite jetzt im Browser direkt am Laptop. Falls ihr ein iPad verwendet, empfehle ich euch, dass ihr Adobe Express nicht über Safari öffnet, sondern über die Adobe Express App, die auf eurem iPad vorinstalliert ist. Unter dem Ordner Adobe CC findet ihr diese App. Als allererstes hier links oben auf das große Plus und wählen eine Grafik mit benutzerdefinierter Größe aus. Wir wollen direkt das richtige Datei oder die richtige Bildformat verwenden für unser Plakat. Deshalb wählen wir hier rechts Millimeter aus und wollen ein A2-Format erstellen. Dafür sind die Maßen 420 mm mal 594 mm. Nun kommt ein Bug, den wir umgehen können. Adobe Express sagt jetzt, die Datei ist zu groß. Wenn wir nun aber einmal auf Print oder auf einen anderen Bereich klicken und zurückgehen auf Benutzer definiert, dann können wir die Datei mit dem angegebenen Millimetern erstellen. Das allererste, was man machen sollte, bevor man ein Plakat gestaltet, ist es richtig benennen. Dafür klickt ihr hier links oben auf die drei Punkte, auf Umbenennen und meinetwegen ist eure Bezeichnung Gewi Schere 01. Drückt Enter, um das zu bestätigen. Mit dieser richtigen Bezeichnung stellt ihr sicher, dass ihr die Dateien später wieder findet. Nun ist es so, dass ihr womöglich im Vorhinein euch schon auf Farben geeinigt habt, die ihr verwenden wollt für euer Plakat. Wenn ihr die immer wieder verwenden wollt, klickt ihr hier rechts oben auf Farben und ihr habt hier so eine vorgefertigte Palette von Farben, die immer angezeigt werden. Ich drücke auf die erste Farbe und gebe einen Farbcode ein, den ich mir im Vorhinein überlegt habe und bestätige ihn mit Enter. Ich habe noch eine zweite Farbe, die ich immer wieder verwenden will. Dafür klicke ich auf das zweite Farbenfeld und gebe den Code 1 für diesen Grünton. Nun kann ich sehr einfach auf diese beiden Farben in den folgenden Schritten zurückgreifen. Um die Hintergrundfarbe zu ändern, klickt ihr einfach auf den Hintergrund und dann wird schon rechts angezeigt Hintergrund bearbeiten. Ich wähle nun die Farbe aus, die ich verwenden möchte, in dem Fall dieses dunkelblau-grün. Nun möchte ich Text hinzufügen und ich stelle mir das so vor, dass die Schrift in so Vierecken eingerahmt ist, damit sie einfach sehr gut zu erkennen ist und sich vom Hintergrund abhebt. Und dafür werde ich jetzt für jedes Wort ein eigenes Textfeld erstellen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich erkläre euch am ersten Begriff, wie ich das mit den Einstellungen einstelle und dann können wir diesen Effekt einfach kopieren. Ich füge einen eigenen Text hinzu und der Text, der hier in der Mitte angezeigt wird, kann rechts bearbeitet werden. Mein Slogan soll lauten eine Schule für alle. Ich fange mit dem Wort eine an und wähle auch eine andere Schriftart aus, die deutlich kräftiger ist. Und füge hier rechts die Form hinzu. Ihr seht schon, der Hintergrund ist jetzt gefärbt. Wenn man diese Weite hier hochschiebt, entsteht ein Kasten, der im Hintergrund zu sehen ist. Der Kasten soll die Farbe haben, die wir als zweites ausgewählt hatten, dieses auffällige Grün. Und damit man vielleicht das Weiß noch besser lesen kann, könnte man sich überlegen, ob die Schriftfarbe entsprechend im Hintergrund sein soll. Dann ist es schon mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert ausgestattet. Aber ich denke, auch so geht das, so kann man das verwenden. Ändert ihr nun die Schriftgröße, bewegt sich der Kasten oder verschiebt sich der Kasten mit. Bei eine Schule für alle müssen wir das jetzt viermal machen. Ich könnte jetzt einen neuen Text hinzufügen, der hat schon ähnliche Einstellungen. Oder ihr drückt auf der Tastatur Steuerung D bzw. Apfel D, dann kriegt ihr genau die gleiche Schrift wieder angezeigt. Und dann nimmt das doch schon Form an. Wenn ich jetzt Steuerung A bzw. Command A drücke, kann ich alle Textfelder markieren. Oder ihr klickt auf
das erste Textfeld und mit gedrückter Shift-Taste klickt ihr auf die anderen Textfelder. Nun haben wir alle gleichzeitig markiert und nun gibt es eine wunderbare Funktion. Hier rechts habt ihr die Möglichkeit, alles linksbündig anzuordnen, rechtsbündig oder eben zentriert. Ich entscheide mich für zentriert. Ihr könntet alternativ auch mit der Maus hier langfahren und dann merkt ihr, dass so leicht die Maus einrastet, wenn ihr in der Mitte seid. Den Spruch wollen wir nun ein bisschen genauer beschreiben oder konkretisieren. Dafür füge ich eine neue Textebene hinzu. Und schon ist euer Plakat fertig. Ihr könntet jetzt überlegen, wenn ihr noch ein Logo habt, wo das passen könnte. Ich adaptiere es jetzt mal mit dieser Form. Meinetwegen soll das Logo auch weiß sein, damit es sich etwas zurücknimmt. Jetzt könnte man verschiedene Sachen ausprobieren. Entweder man packt es nach hier unten. Da muss man allerdings die Abstände anpassen der Elemente darüber. Es bietet sich auch an, es hier oben hinzuschieben und so anzuordnen. Da habt ihr alle Möglichkeiten offen. Achtet darauf, dass ihr Abstände gut einhaltet. Also Abstände sind die Abstände von Text nach unten, Text zu Text, Text zu Logo, Logo nach oben. Und auch links und rechts sollte etwas Puffer sein. Wenn die Schrift direkt am Rand klebt, hat es meist etwas Gedrungenes, was ihr vermeiden solltet. Seid ihr fertig mit eurem ersten Plakat, ist das zweite Plakat viel schneller erstellt. Ihr müsst es jetzt ja nur duplizieren, also sprich ein zweites Mal anlegen und die Inhalte ändern. Ihr bleibt bei demselben Layout, damit eben der Wiedererkennungswert da ist. Dafür klickt ihr hier auf die drei Punkte, auf Duplizieren und ich nenne das Projekt jetzt GeWiSchere 02. So könnte dasselbe Plakatdesign mit einem anderen Slogan aussehen. Und ich möchte euch noch zum Ende eine Kleinigkeit zeigen, die nicht unwichtig ist. Ihr seht hier, dass Bildung über kostenlose rübergeht, dass man kostenlose nicht gänzlich lesen kann. Und das hängt damit zusammen, dass diese Ebene, diese Schrift über der kostenlosen Schrift liegt. Ihr könnt das ändern, indem ihr kostenlose auswählt und hier rechts oben die Ebenenreihenfolge anpasst. Indem ihr es nach oben schiebt, rutscht kostenlose Vorbildung und nun könnt ihr das Wort richtig lesen. Viel Spaß beim Ausprobieren!